Jo Leute, heute gibt es mal wieder die Battle News und Jim ist auch bei mir. Hi Jim. Hi MegaQuest. Ja, und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht groß rum, wir legen direkt mal mit Battlefront los, das ist ja jetzt in der Serie drin. Und zwar, ja, gibt es ja maximal 40 Spieler pro Server, das liegt aber nicht an irgendwelchen technischen Gründen, weil wir haben ja schon gesehen, bei Battlefield schafft DICE auch 64 Spieler. Es liegt wohl an Gameplay-technischen Gründen. Welche das genau sind, die wurden natürlich nicht verraten, aber es heißt, es ist eine Designentscheidung und keine technische Beschränkung irgendwie. Dann soll bis zum Release noch viel Community-Feedback umgesetzt werden. Natürlich nicht alles. Also ich denke, die werden jetzt nicht irgendwie dann doch noch die Space Battles da reinbringen, die sich ja viele wünschen. Das hätten sie schon eher angekündigt und das schaffen sie dann auch nicht mehr. Und ja, es gibt noch ein paar kleine Details zu der Spieldemo, die dann auf diesem Star Wars Event angeguckt werden konnte von den Spielern, die da vor Ort waren. Das haben wir gar nicht gesehen, also alle, die da nicht waren. Und zwar gibt es da wohl kein 3D-Spotting, so wie wir es in Battlefield 4 und Battlefield 3 kennen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann soll es Bots geben, das heißt, man soll auf den Maps auch gegen Offline-Bots spielen können. Ja, das halte ich jetzt erstmal noch für ein Gerücht. Dass, ob das jetzt kommt, ist immer dann noch so eine Sache. Genau. Und es soll weniger Zerstörung bieten als Battlefield, weil es ist halt eine andere Spielreihe und die Zerstörung gehört halt wohl zu Battlefield und bei Battlefront wird es dann halt weniger geben. Man wird sehen, man wird sehen. Okay, genau. Battlefield 4. Ganz beschissene Aussichten für alle, die gerne mal mit der RPG aus dem, ich sag mal, Fallschirmspringer angreifen wollen. Während des Fallschirmspringens soll man in Zukunft eventuell keine Ausrüstung mehr benutzen können. Das heißt, auch keine RPGs aus der Luft mehr abfeuern. Wie scheiße könnte das denn bitte sein? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das durchkommt, aber es steht Sie halt wollen es ausprobieren und das kommt ja dann erstmal in der CTE. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Ihr habt es mitbekommen, die Commander-App für Tablets wird es ab dem 11.8. nicht mehr geben. Ich denke, dass einfach der Großteil der User, die die App benutzt haben, irgendwie dann sie offensichtlich... Es sind wohl zu wenig Leute. Ich finde es schade. Ja. Ich habe auch ein paar Freunde, die die sehr gerne benutzt haben. Beispielsweise in der Badewanne oder auch auf der Couch. Wie gesagt, ab 11.8. wird sie nicht mehr nutzbar sein. Aktuell ist sie auch schon aus mindestens einem der App-Stores verschwunden. Bei Apple weiß ich es allerdings nicht genau. Dann, im Frühlingspatch kommt der Gunmaster-Modus und die neuen Waffen mit in das Spiel. Allerdings nicht der neue Netcode, wir erinnern uns, den wir aktuell in der CTE schon anspielen können und auch nicht die Nachtmaps, die sollen Ende Mai nachgereicht werden. Nein, der Patch kommt Ende Mai, die Nachtmaps kommen viel später. Ja, verkackt. Was steht das hier auch? Das steht hier so wieder so wirklich. Ja, steht da ein bisschen egal, aber es ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Das schneidest du natürlich raus, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall! Peinlich. So, Infos zu dem, jetzt bin ich ganz raus. Infos zum Map-Remake sollte in der letzten Woche kommen, aber die Release-Planung bei DICE LA sind noch nicht abgeschlossen und das heißt so viel wie, da kann alles sich nochmal ein bisschen hin und her verschieben, wann irgendwelche die Remake-Maps, mein Gott, schweres Wort jetzt gerade, wann die Remake-Maps jetzt wirklich dann halt veröffentlicht werden sollen. Und vorgestellt werden, ja. Ja. Mach mal die CTE, komm, bitte. Ich mach mal die CTE und zwar ist jetzt der 100. Patch für die CTE erschienen. Oh mein Gott! Das heißt, es gibt was zu feiern und es wurde ein Easter Egg in die CTE eingefügt. Aha. Und was könnte das natürlich sein? Vielleicht der Megalodon, der von Paris Storm entfernt wurde? Wer weiß schon. Also ich habe noch nicht gucken können, weil ich gerade von der Arbeit komme, aber es gibt einen Server in der CTE und der ist nur für die Easter Egg-Suche da und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall mal schauen, denn die Map, die da eingestellt ist, ist Paris Storm und ja, ich habe, wie gesagt, noch nicht gucken können. Es wurde ja mal irgendwie ein Weg vorgestellt, wie man den triggern konnte, aber da das jetzt schon den ganzen Tag läuft sozusagen und noch nicht gefunden wurde, denke ich, es wird ein neuer Trigger sein, der halt unbekannt ist. Also müssen wir einfach mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich gucke da gleich auch mal rein. Dann wurde die Community Map das erste Mal angepasst. Ja, es geht jetzt also weiter mit der Entwicklung, finde ich auf jeden Fall gut. Und die CTE für die Konsole ist jetzt in der Zertifizierung und das bedeutet, es dauert meistens nur noch so 3-4 Wochen, bis das Teil dann rauskommt und es wird vermutlich erstmal nur für die PS4 rauskommen und wenn es dann irgendwann später nochmal für die Xbox One kommt, ihr wisst ja, was etwas später bei DICE heißt, vielleicht so in einem halben Jahr oder gar nicht. So 2018 vermutlich. Genau. Also. Ja, Hardline. CTE wird für Hardline voraussichtlich im Mai veröffentlicht. Ich sag extra voraussichtlich, weil auch das kann sich natürlich immer mal noch so ein bisschen nach vorne oder hinten verschieben, wohl eher dann halt nach hinten. Und man kann jetzt seit dem letzten Patch private Server für Konsolen mieten. Ganz ehrlich, finde ich persönlich ziemlich cool. Allerdings gibt es da wohl noch ein paar Probleme mit dem Store, habe ich heute gelesen. Das ist noch nicht ganz, ganz verfügbar, aber es ist theoretisch jetzt drin. Ja, eigene Server, Konsole, Dinge machen, tun,
Anyhow. So, das erste DLC für Battlefield Hardline erscheint am 30. Juni und hat natürlich den Namen Criminal Activity. Der war ja, soweit ich das im Kopf habe, noch schon, auch schon vorher bekannt. Ja. Der Patch ist diese Woche released worden. Dazu habe ich auf meinem Kanal auch noch ein kleines Video gemacht. Kann ich gerne mal verlinken. Ja, mit den entsprechenden Patch Notes. Und die verlinkst du natürlich bitte auch nochmal hier in der Beschreibung, weil das ist gar nicht so wenig. Das ist wirklich verdammt viel, was sich da getan hat. Und man kann auch wirklich nicht auf alles dann dabei eingehen. Jedenfalls, genau. Mit Hardline geht's dementsprechend dann auch weiter. Und damit sind wir am Ende. Ging ja schnell heute, ja. Ja, relativ, ne, so könnte man noch 10 Minuten quatschen, also je nachdem. Ne, wir machen ein kurzes Video raus, würde ich sagen. Ja. Spielt überhaupt noch wer Battlefield Hardline? Also das geht ja total unter im Moment, oder? Geh mal auf bfrstats.com. Auf PC wird es aktuell wirklich extrem wenig gespielt, was sicherlich auch nicht gerade unbedingt nur noch an GTA 5 beispielsweise liegt. Und auf den Konsolen wird es, also das, da sind die Spieler richtig aktiv gerade. Ja, auf dem PC 4634 lese ich hier gerade. Mhm. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht gerade viel. Der Peak war bei 5700 Leuten. Also auf dem PC ist das Spiel echt fast tot. Auf der PS4 sind 31.500 Leute unterwegs. Ja, auf den Konsolen ist es mal richtig krass. Ich meine, klar, Was willst du? Also ich will jetzt nicht kein böses Blut irgendwie ankrabbeln hier oder so. Ich habe mich, also seit vorhin bin ich total raus jetzt gerade. Mann! Also PS4, warum wird es da häufig gespielt? Gut, welche anderen großen Spiele gibt es gerade auf der PS4? Ganz ehrlich, ich möchte da wirklich keine schlafenden Hunde wecken, aber es gibt einfach meiner Ansicht nach kaum Titel, für die man sich jetzt extra eine PS4 holen würde, jetzt aktuell. Natürlich gibt es immer ein paar Sachen, aber so diese großen, fetten Sachen habe ich jetzt für mich noch nicht entdecken können. Und auf der Xbox denke ich mal, dass über EA Access da sehr, sehr viele Leute an Hardline rangekommen sind. Ja, da sind aber auch nur 10.000, also 20.000 weniger als auf der PS4. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Unterschied, ja. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Hardline auf dem PC oder auf der Konsole spielt und wenn ja, welche? Genau, und ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Nächste Woche geht's natürlich bei Jim auf dem Kanal weiter, also schaut da vorbei. Und ja, du bekommst das letzte Wort. Mein Name ist Mega Quest und ich bin jetzt raus. Ciao. Oh man, sorry Leute, einmal komplett verhaspelt und der Mega Quest hat keine Zeit und will das jetzt nicht nochmal aufnehmen. Und deshalb sage ich, bei mir geht's nächste Woche weiter. Bye.